Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen im Filmmuseum Frankfurt. Der Film, den ich Ihnen für heute Abend ausgesucht habe, ist der Film Clute. Das ist ein amerikanischer Spielfilm, der eigentlich an der Schwelle des American Cinema steht. Es handelt sich um ein Werk von Alan J. Pakula, der sehr viele Filme über Verschwörungstheorien geschrieben hat und verfilmt hat. Auf seinem Peak auch solche Filme gemacht hat wie All the President's Men oder anderes. Also ein ganz wunderbares Werk über das Misstrauen, was man Institutionen gegenüber hat oder Erkenntnissen gegenüber hat. Pakula hat das gedreht mit dem damals anfänglichen Shootingstar Donald Sutherland. Der kam gerade von den Dreharbeiten von M.A.S.H. und der sehr erfahrenen Jane Fonda, die eine Ikone ihrer Zeit war. Das, was mich an diesem Film ganz besonders fasziniert, ist die Tatsache, dass wir hier von einem sehr mysteriösen Krimi reden und dennoch kein einziges Mal ein Schuss fällt oder übertrieben viel Gewalt zu sehen ist oder irgendwas. Es geht um das Mysterium eines Verschwindens und eine unglaublich intime Darstellung zwischen Jane Fonda und Donald Sutherland, die dann auch nach den Dreharbeiten in eine private Beziehung mündete, wenn ich recht informiert bin. Für mich war es einer der spannendsten Filme des New American Cinema und ich wünsche mir, dass Ihnen das auch so geht. Film ab und viel Spaß bei Clute.